später dann, ja? Und ja, Schiffmeister, hallo. Grüß dich. Hallo. König Boris und Dr. Retz. Dr. mit E, richtig? Genau. Dr. Ja. Komm mit mir mit. Also nochmal, wenn ihr mit ihnen sprechen wollt, 01388550, später dann. Nur zu. So, du wolltest eine Schiffmeister, wollte Kaffee. Ja, gern, ja. Ich gehe den mal holen. Erzähl schon mal, wie war das? Ihr wart gestern Abend in der Stuttgarter Röhre. Ja, es war sehr wie warm. Wie war das Konzert? Es tropfte von der Decke. Und ich bin jetzt noch sehr müde, deshalb tut mir jetzt ein Kaffee, glaube ich, wirklich gut. Ja, könnt ihr mir den reichen? Ich bin zu faul zum Laufen. Und Milch, hast du gesagt. Sonst war es sehr klasse. Es waren sehr nette Leute da. Das Stuttgarter Publikum, ja. Sie haben uns auch verzeihen können, dass wir unsere Technik kurzzeitig versagte. Ja. Für etwa 10 Minuten war der Zeitrekorder nicht mehr an. Wie ist das Gefühl, wenn man da oben steht und plötzlich funktioniert es nicht mehr? Wie? Großartig. Wird man da nervös oder seid ihr da die coolen Jungs, die da sagen, ach komm. Wir sind die coolen Jungs auf jeden Fall. Ihr seid die coolen Jungs, wir haben es natürlich wollt ihr wenigstens Milch? Nee, ohne danke. Alles? Doch, ja, ich. Ach doch? Ja. Nee, das haben wir. König Boris. Das mag ich nicht. Milch mag ich eigentlich auch nicht. Ich auch nicht. Das haben wir hier nicht. Im Kaffee geht das. Nee, wir haben natürlich versucht, mit möglichst blöden Sprüchen also diese peinliche Situation zu retten. Und uns hinter dem DJ-Pult verkrochen. Und was uns natürlich auch gelungen ist. Genau. Bei den blöden Sprüchen sind wir nicht. Ja, aber das war ein bisschen blöd, aber es war eigentlich die erste größere Panne auf unserer Tournee jetzt. Ihr seid seit 10 Tagen unterwegs? Ungefähr, ja. Und eure Tour hat ja auch einen wunderschönen Namen. Spiel mir das Lied vom Brot. Korrekt. Auch euer Poster, können wir das mal sehen hier. Fettes Brot, spiel mir das Lied vom Brot. Das erinnert ja so, auch euer Video, an Spaghetti-Western. Seid ihr da ganz große Fans davon? Ja, bis kurz vor dem Videodreh waren wir es noch nicht, aber dann haben wir Gefallen dran gefunden. Also, ich hasse Western. Ach so? Nee, total. Ja. Das finde ich auch voll schlimm, weil man die Pferde auch quält und so. Die Esel. Nee, wir haben uns nicht so viel damit beschäftigt bisher, aber wir haben dann sehr viel Gefallen dran gefunden, so die alte Zeit wieder aufleben zu lassen. Wild in der Luft rumzuschießen, Cowboyhüte zu tragen. Und ihr wart doch wirklich in Mexiko, das war. Ja, das war irre. Es sieht zwar ein bisschen nach Bad Segeberg aus, ist es aber nicht. Erzählt mal so ein bisschen über Mexiko. Sehr warm. Haben Sie Ihr Video Jein gedreht. Sehr warm, sehr staubig. Viele Kakteen, in die man öfter mal reinreitet, weil die Esel interessiert das nicht, ob man nun in Kakteen Stachel fällt oder nicht. Also da hatte ich schon so einige schmerzhafte Erlebnisse beim Videodreh. Und am Drehort gab es auch keine Toilette, das war natürlich auch ein kleines Problem. Ja, wie habt ihr das dann gelöst? Naja, gut. Ganz blöd. Gar nicht. Also ich meine, die allergrößte Angst hatten wir natürlich vor Montezumas Rache, dass uns da irgendwie irgendwas erwischt, irgendeine Krankheit. Wir sind aber nochmal davon gekommen. Habt ihr da in Zelten gelebt eigentlich? Nee, wir hatten ein Hotel, das war in der Stadt und wir sind halt dann jeden Tag mit so einem Bus eine Stunde ungefähr aufs Land rausgefahren. Und haben halt den ganzen Tag, da gab es halt auch keine richtigen Läden oder sowas. War halt also wirklich ein ganz super kleines Dorf. Und da haben wir dann halt jemanden losgeschickt, der dann nochmal extra zurückgefahren ist und uns ein paar Brötchen geholt hat. Aber mehr haben wir nicht gegessen. Der kam allerdings erst immer 4 Stunden später zurück, weil er musste leider noch mit den anderen, Lebensmittelverkäufern ein bisschen Alkohol zu sich nehmen. Ja. Das ist einfach mexikanische Höflichkeit. Das war Höflichkeit. Ich musste trinken. Deswegen trinke ich auch jetzt hier Kaffee mit viel Milch. Nochmal auf euer Konzert zurück, auf gestern Abend. Ihr seid ja eigentlich so die Jungs, die in der Hip-Hop-Szene so die freundlichere Partie ist. Und da sicher auch mit zum Beispiel Tobi und das Bo, die ja auch bei Nordisch bei Nature dabei waren. Yay! Ein gutes Verhältnis oder sogar eine Freundschaft pflegen. Wie läuft das in der Hip-Hop-Szene? Also gerade mit Tobi und Bo ist das eigentlich eher so, dass wir die schon von ganz, ganz, ganz früh her kennen. Und der Dr. Renz hier neben mir hat sogar mal mit Tobi von der Tobi und das Bogojevic in einer Band zusammengespielt. Da haben sie noch auf Englisch gerappt. Und soher, wir kannten uns halt auch schon alle vorher. Und daraus entstanden dann irgendwann 2 verschiedene Bands. Aber das ist schon. Aber allgemein ist es in der Hip-Hop-Szene. Es ist sehr friedlich. Also das ist auch gerade das Schöne an der Hip-Hop-Szene, dass es halt viele Bands gibt, die sich sehr gut verstehen, wo man sich gegenseitig kennt, sich gegenseitig einlädt in die Städte, wo man wohnt. Und das ist einfach sehr klasse. Und das ganze Konkurrenzgehabe, was so von der Presse überliefert wird, ist eigentlich nur medienwirksam gemachte Imagekampagne so von verschiedenen Bands. Zählen da auch Rödelheim und Advanced Chemistry dazu oder schließt man die jetzt bei dem? Also die würde ich jetzt gar nicht in einen Topf werfen wollen. Also in zwei völlig verschiedene Sachen. Ja, also Advanced Chemistry ist halt eine Band, die aus der Hip-Hop-Szene auf jeden Fall hervorgegangen sind, die aber
eher ernstere, politischere Themen angehen. Mhm. Und die Rödelheimer sind also nicht in der Hip-Hop-Szene verankert. Das ist eine Band, die halt auch Sprechgesang macht, aber die in der Hip-Hop-Szene eigentlich noch nie hervorgetreten ist, in irgendeiner Form. Gestern Abend die große Überraschung, Fanta 4? Nein. Als, Nein. Vorband, also es war eben, ja, wir haben in Englisch gerappt. Genau, wir haben eine Vorband gehabt, die war grandios, die war überwältigend. Mit Songs wie Check This Out. Genau, und Burger B is in the house. Burger B is back. Er ist back. Wie ist das Verhältnis überhaupt zu Fantastischen Vier? Ja, mit den Jungs verstehen wir uns ziemlich gut so, sind nette Kerle. Wir haben die mal kennengelernt und so und es ist immer lustige Party, wenn wir die treffen. Und ja, musikalisch haben wir sicherlich unsere Differenzen, aber das steht irgendwie an netten Umgang miteinander nicht im Weg. Ja. Mhm. Das war halt erst so ein Witz gewesen halt mit dem Terminal-Team und das haben wir dann halt tatsächlich, ich habe sie dann halt so darauf angesprochen irgendwie, und die meinten, oder ich weiß gar nicht, vielleicht kamen sie sogar auf die Idee, und die waren halt ganz begeistert und meinten, okay, das machen wir. Und die sind, glaube ich, seit 8 oder 9 Jahren nicht mehr unter diesem Namen aufgetreten. Das war so gestern also etwas ganz sie Besonderes. Sie kam auch sehr gut an. Das ja, das stimmt. Sie haben echt das Haus gerockt. Und wer ist nach so einem Abend, wie so ein Konzert wie gestern Abend, fertiger, das Publikum oder ihr? Naja, ich schätze, das Publikum erholt sich schneller, weil die müssen das irgendwie nicht jeden Tag machen. Mhm. Und wir sind halt jeden Tag so unterwegs und müssen jeden Tag auftreten und jeden Tag wieder fit sein. Und es ist aber gar nicht so schlimm, das Tourleben, finde ich. Also es macht sehr viel Spaß. Aber es ist schon ich möchte noch ganz kurz werbewirksam sagen, dass wir natürlich nicht nur das Terminal Team dabei hatten, sondern auch MC René und Spex. Die stehen ja schließlich auch auf diesem Plakat drauf und sind auch die ganze Zeit dabei. Und die haben wie jeden Abend das Haus gerockt. Also das war ganz normal. Mhm. Jetzt können wir weiter über das Tourleben plaudern. Danke. Hast du gut gemacht, ja. Ja, die Texte, die sind ja, als ich euch das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, könnte auch eine gute Comedy-Truppe sein, so Frikadella. Oder was ich auch gut finde, ist Amazing Discoveries. Ich liebe Amazing Discoveries. Ja, das haben wir uns ist ein Underground-Hit. Wer hat die Sachen geschrieben? Das machen wir alle zusammen. Also, ja. Jeder schreibt so, also es ist sogar eigentlich ziemlich genau in Dritteln aufgeteilt. Jeder schreibt seine Sachen dazu. Und dahinter wird daraus dann ein fertiger Text gemacht. Mhm. Gut, ja, und nicht zuletzt bleibt ja auch zu erwähnen, dass ihr den Echo-Preis gewonnen habt, ne? Mhm. Für die beste Nachwuchsband, das wollen wir jetzt mal ganz klar sagen. So. Und jetzt geht's aber zum Karaoke. Ja. Wir haben uns ein Lied ausgesucht, was dann wird sich das zeigen. Sicher sehr beliebt ist bei vielen Menschen. Was sicher sehr beliebt ist, das werden wir ja sehen. Und nach dem Karaoke gibt es dann das Phone. Du wolltest noch was sagen auf ja, dem Weg? Ich möchte dieses Lied gerne Krischi von Spoon widmen, weil ich weiß, dass er auf dieses Lied echt abfährt und ich sing es nur für ihn. Krischi von Spoon. Krischi. Once Upon a Time, so fängt es zumindest an. Okay. Aufgepasst. Jetzt geht's los. Tommy used to work on the docks. Union's been on strike. He's down on his luck. It's tough. It's tough. So. Super. Fehlte. Verdammt. Ja, wir haben nämlich am Ende des Jahres gibt's immer ein Karaoke, wird das als Wettbewerb, kommst du zu mir? Aber sicher. Dann fühle ich mich hier nicht so alleine. Dann haben wir so einen Wettbewerb und jeder, der hier Karaoke singen musste, wird dann gezeigt. Letztes Jahr hat Absolut Smoothie gewonnen, weil er hat How Deep Is Your Love wie eine Tunte gesungen. Also, jetzt haben wir einen Fanphone und haben wir schon jemanden am Apparat? Hallo? Hallo? Hallo. Sie hören, dass Sie nichts hören. Ja, hallo. Hallo. Ja, hallo. Du bist die? Ich bin Grit. Grit. Aus Pferden. Ja,
Und deine Frage, ein fettes Brot? Ja, also mich interessiert, eure Texte sind ziemlich cool, so also finde ich. Und ich weiß gar nicht, wo nehmt ihr die ganzen Ideen her? Fällt euch das einfach so ein? Oder ich meine, weiß ich auch nicht. Also Texte sind echt gut. Naja, es ist so, jeder von uns dreien ist natürlich ein kleiner Spinner, deswegen machen wir die ganze Sache ja auch. Und wenn wir zu dritt zusammenhängen, dann... sind wir drei Spinner schon. Genau, und das, diese Energie zusammen, das ist das so, woraus unsere ganzen Ideen entstehen. Also wir haben halt viel, verbringen halt viel Zeit miteinander, aus beruflichen Gründen. Wir lesen auch viel Bücher. Genau, und wenn wir zusammen irgendwie durch die Gegend fahren oder so, dann, ja, dann kommen schon so einige blöde Ideen zustande. Und wenn wir Lust haben, machen wir daraus auch hin und wieder mal ein Lied. Ja, das funktioniert so. Das heißt, wenn also irgendjemand was vorschlägt und, oder wir irgendein Thema haben, worüber wir reden, und dann sagen alle so, ja, genau, das ist es, das ist es. Dazu habe ich gleich eine ganze Strophe im Kopf oder da weiß ich ganz genau, was ich sagen möchte. So. Ah ja, also ich war auch in Bremen, war eine ziemlich gute Show, echt, muss ich sagen. Euer Konzert danke, war geil. Das war auch Bremen hat uns auch sehr gut gefallen. Ich glaube, ihr habt da einen Fan. Chris, danke für deinen Anruf. Ja, okay. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Wie sieht's aus mit Kino? Geht ihr so viel ins Kino, wenn ihr gerade nicht auf Tour seid? Ja, also ich gehe sehr gerne ins Kino. Ja. Den letzten Film, was habe ich geguckt? Heat habe ich geguckt. Heat haben wir geguckt. Ja. Sehr geiler Film. Rennt zusammen. Du auch? Ja, haben wir auch zusammen geguckt, deswegen. Ich nicht. Du nicht. Ich gehe auch viel zu selten ins Kino, finde ich. Ja, aber Jo Müller wird uns jetzt erklären und schau ganz genau hin und hör ganz genau hin, in welchen Kinofilm du Würden wir von euch wissen, in welchem Film von George Lucas, der 1973 in die Kinos kam, spielte Richard Dreyfuss die Hauptrolle? Ja? Gewusst hat das und der König Boris ist der König Glücksfee. Gewusst hat, die Auflösung ist American Graffiti, heißt der Film. Und ja, Detlef Repin oder Repin, aus Wismar. Ja, herzlichen Glückwunsch. Du bekommst 2 LTU-Freiflüge nach Marokko. Dich legen wir dahin. So, und jetzt spielen wir die Dr. Music Endrunde. Christian, komm zu uns. So, hallo? Hallo. Oh, dich höre ich ganz schlecht. Hallo, hallo. Grüß dich, Michael. So, wir legen gleich. Bien gedreht. Mexiko. Gleich. Mexiko. Welchen Preis hat das Hip-Hop... Echo Award. Fettes Brot, 2 Striche, ne? Ja. Unter welchem Motto steht die Aktie... Ich bin mir das vom Brot. Ein klares Unentschieden. Ein klares Jein. Ein Jein. Ein klares Jein. Ich mach 2 Striche. Ja? Um die Spannung einfach der LTU-Tickets. Welche Michael, du kannst doch nächstes Mal kommen. Die letzte Frage, ich schieße los. Welche andere Combo, Hip-Hop-Combo? Tobi und das Bo. Er hat es gewusst, ja. 4-3 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Aber Michael, ja? Du bist das nächste Mal in Schule, was soll's, ja? Okay. Weil da bist du schon im Urlaub. Das ist super. Also, herzlichen Glückwunsch. 2 LTU-Flüge nach Jamaika, nach Montego Bay. Und wen wirst du mitnehmen? Aha, sehr gut. Fettes Brot, vielen Dank, dass Sie hier waren. Kein Problem. Gut. Darf ich noch reden? Also, ich darf nicht mehr sehr viel reden. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Wir haben Gäste aus Liverpool, B&D. Danke, Fettes Brot und dir eine wunderschöne Reise, ja.